Ja, hallo Leute, herzlich willkommen zurück. Das erste Mal, ich bin immer noch allein. Tja, nichtsdestotrotz, ich hatte ja gesagt, ich werde das Raumschiff so halbwegs fertigstellen. Das ist draus geworden. Wie gesagt, es hätte anders ausgesehen, ist klar, aber durch die zwei Cockpits, die wir vorne drin haben. Naja, mal schauen. So. Ich weiß nicht, ob ich ein paar Komponenten mitnehme, falls mir hier irgendwo. Aber ich kann ja eh nicht stehen. Ach, egal. Es wird schon gut gehen. Mal sehen, Bob. Boah, Mensch, dieses scheiße Gerüst da. So. Komme ich jetzt hoch? Ich hatte nämlich vorhin schon einmal probiert, kurz. Da war die Schüssel zu schwer. Aber jetzt geht's ab. Wie gesagt, wir wollten ja, oder ich wollte ja auf den Mond mal schauen. Aber mehr geht, darf der Planet wirklich nicht haben, wo ich hin will. Dann habe ich, glaube, die Arschkarte. Hätte noch mit diesen anbauen sollen, oder? Ist das ein Kasten? Und hier oben habe ich die Ecken vergessen zu. Ah, ist egal. Ja, ich müsste ja auch oben in die Meteoriten oder Kometen oder was das sind, um mir die anderen Waffen alle bauen zu können. So, wo sind wir denn nur? Oh, ist weit, weit. Ah, da. Das. Ist das Omikron? Die anderen? Ah, da hinten ist der Mond. Dann rum da. Denke ich mal. Ja, ich will diese Laserdinger nur dran haben. Vier, fünf Stück. Stromverbrauch 11%. Ja, ich hatte nämlich noch einen, wie ist denn die Reaktor oder was? Ja, weiß ich. Eingebaut. Weil der hat mir zu viel Strom geflossen erst. Und was habe ich drin? Ich glaube 3 oder 4 RCS. Damit er sich halbwegs steuern lässt. Mehr, ich glaube 4 Stück oder so ich drin. Es geht. Ja, das ist der Eisplanet, ne? Bin total verwirrt, wir schon wieder nicht, wo wir sind, ja. Das ist der. Ich sehe, das blendet. Egal. Eis muss ich ja eh hin wegen dieses Zarkosium oder so. Ich werde mal sehen, zeigt er mir bestimmt lernen. Tach. Mein Gott, nun zeig doch mal das neue Ding an hier. Und das ist, glaube ich, der Eisplanet, ne? Also dahin. Mein Gott.
Ja, und im Weltall hier oben ist eh der Stromverbrauch viel geringer, dadurch, dass du ja keine schwere Anziehungskraft und nichts hast. Hat da weniger zu drücken. Ne? Ich hatte nämlich schon mal bei irgendeinem Spiel, was ich gemacht habe hier, da war ich dann hoch auf Omikron. Wegen irgendwas und wollte wieder los, ja, dann bin ich nicht mehr hochgekommen. Weil mein Raumschiff, also ich hatte zu wenig Düsen, ich hatte da bloß ein bisschen ein kleines Ding gebaut, um dorthin zu kommen. Ja, leider bin ich dort nicht mehr weggekommen. Musste ich mir erstmal von den Stationen da unten alles zusammensuchen und mir eine kleine Basis unten bauen, wegen Konstruktor und alles. Dass ich mir noch ein paar Düsen in mein Schiff bauen konnte und wieder nach Hause fliegen konnte. Und Essen wurde knapp und nur Gras gefressen da und ja. Ich hatte glaube ich auch keine Munition mehr, dass ich hätte mir was jagen können, also konnte ich nur das pflanzliche Zeug da in mich reinstoppen. Und das gab es irgendwie da nicht so viel, wissen die warum. So, na dann schauen wir mal. So, lass uns mal umgucken hier. Ich sehe ja fast gar nichts, ey. Was ist da drüben? Ah, da unten ist was. Da hinten ist. Dort ist auch irgendwas. Das ist bestimmt die Station. Wie der Skelly meint. Kaum was ist Scheiße. Ja, das ist das Teil leider bestimmt. Ja, das sind die normalen Stationen. Was kommt da? Ja, da drohen, oder? Erstmal schießen. Das lese ich schon. Komm, stell dich mal hier hin. Aus. Helm auf. Aussteigen. Halt, da lang. Das Ding da interessiert mich ja. Nur falsche Waffe. Donnerwelt. Was nu? Aha. Oh ja. Muss trotzdem 300 Meter war ich. Hab ich ja da gesehen, dass da was geleuchtet hat. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Von hinten. Drecksack. Ja, damit. Kannst du nichts mehr mit anfangen. So, eine kommen.
Und da 300 Meter ein bisschen, und dann werden wir erstmal oben das Ding wegratzen, knatzen, natzen. So, zeig mal her hier. Das ist ein geschützter Ring. Und dahinter ist bestimmt noch eins. Wie, das war's schon? Ach du Kacke, warum habe ich so viele Munition mitgenommen? Jetzt muss ich mal näher ran da. Mist! 180 brauche ich jetzt. Schauen wir auch noch. So. Na siehste. Drüben ist da ohne einer. Die anderen muss ich ja nicht mit dem Schiff weggeballert haben, wa? Hm. Ey! Alter. Ui. Alter, war das knapp. Mal hin hier, ich will gucken. Ich glaube, das waren sie. Können wir unser Schiffchen holen? Bin ja gespannt, was mich bei der anderen Station da hinten erwartet, ey. Aber da soll es abgehen, glaube ich. Also innen drinne, weil du hast in den Stationen immer noch so eine komischen Klingengeschütze. So, zwar eigentlich immer noch hier hinten. So, was habt ihr? Wo war ich eigentlich in den Raketenlaufern? Ich bin nämlich Ochse. So, gut. Muss ich mich erstmal entleeren. Wozu haben wir sonst die ganzen Kisten da hinten reingestellt? So, ja, warte mal, nee, mach mal da rein. Ein bisschen ordnen gleich. Achso, das hätte ich zuerst machen sollen, ist egal. So, und jetzt noch die Komponenten hier. Hat das nicht. Jo.
hier rumschleppe hier für Müll. Das. Ach so. Brauche ich auch nicht. So, gut. Schick, schick, schick. Was geht hier ab? Voll. So. Können wir auch noch ein Stückchen dahin fliegen in die Richtung? Ich hoffe, das wird kein Fehler. Wo ist sie denn? Da. Alter Schwede. Erstmal hierher und dann gucken, ob das Ding auch keine geschützt hat. Das ist die Frage hier. So. Oh doch. Alter, was ist das für eine Drohne? Oh Mist. Wie mache ich das denn? Da hinten, da ist noch ein Turm. Achso, kleiner, normaler, gut. Ja, das Ding würde mich schon interessieren, aber da brauche ich noch ein bisschen Munition, würde ich sagen. Also fliege ich erstmal wieder los und werde versuchen, oben auf die Meteoriten da zu kommen, um mir das Zartium oder so, ne, abbauen. Ich weiß jetzt nämlich gar nicht genau, was ich für die Kanonen hier brauche, für diese Laserdinger. Oh, ich habe schon wieder Flöhe husten. Ich weiß nicht, ob man sich trauen sollte, da mal rüber zu fliegen. In angemessener Höhe vielleicht. Nur damit mir der das Ding anzeigen tut. So, wo ist das komische Feld? Da drüben, genau. Nee, hier ist meiner. Der da, ne? Das ist Wasser. Das ist Omikron. Da werden wir uns mal... Och, Mann. Bisschen da hingehen. Und gucken. Aber was ist das da vor mir schon wieder? Ach, das ist die andere komische Station, wa? Das Problem ist ein bisschen mit dem riesen Ding das Zeug da abbauen. Weil da sind ja auch Stressfaktoren wie Drohnen und so, und die sind ein bisschen schneller wie ich, glaube ich. Ich glaube, ich muss mir wirklich mal noch so ein irgendwas kleines, schnuckliges, was richtig wendiges bauen. Und nicht so ein wie sieht ja Frachtcontainer.
Na klar. Mist. Geh weg. Kommt der jetzt in der Hell geschissen oder was? Ja, hier schießt er schon. Kann aber nicht wahr sein. Die hat den eh gekriegt. Ich aber auch, glaube. Ja. Und zwar so toll, dass ich mich nicht mehr bewegen kann. Scheibe. Ja, komm runter hier auf Omikron. Ach Mann, ey. Ja, wenn nicht, muss ich sterben. Zu Hause zurück und dann. Ja, irgendwas erschossen. Mist. Was ist hier passiert? Scheiße. Ich dreh durch. Kann nichts mehr machen. Was hat der mir denn zerballert, verdammt? Ja, mal gucken, ich Ochse. Was? Ist alles drin? Düsen? Oh, ich bin ja schon unten. So, aus plus, aus free. Ja, Luft. Ist ja gut. So, was ist sein Problem hier gewesen? Hier ist auch alles dran, glaube ich. Jetzt geh doch hier rein. Was hast du denn? Warum passe ich denn jetzt hier nicht mehr rein? Was ist das für ein Schwachsinn? Ja, da fehlt so ein Dingens. Warum komme ich denn hier nicht mehr rein? Was denn? Und warum? Es ist. Ah, jetzt. Da hat der. Das ist doch wohl ein Witz. Wie hat denn der. Hier drunter ist alles heil. Wie kann denn der das kaputt schießen? Ich kann sowas hier nicht bauen, ne? Ja, nur für dieses Bodengleiter-Kackding da. Das heißt, ich muss. Ich habe ja Material. Das ist nicht so schlimm. Ich baue mir hier eine kleine Basis. Genau. Aber. Da werde ich jetzt sowieso erstmal die Folge beenden. Das ist ja eh vor, Zeit. Brauche ich mir hier eine kleine Basis und eigentlich noch was zu essen. Können wir mal gleich reinpfeifen, bevor das verrottet. Bisschen was. Und dann melde ich mich zurück, wenn es, denke ich, wieder heimwärts geht. Also ich baue das Ding, das wird ja sonst langweilig, denke ich. Und würde mich freuen über einen Daumen hoch oder so. Und wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet, ne? Bis dann, ciao, ciao.